Hallo Leute, willkommen bei diesem LS22 News Video. Wie schon erwartet, gibt es endlich Neuigkeiten über den kommenden Charaktereditor für den LS22. Der Charaktereditor ist eine neue Einrichtungsumgebung, wo man die Farmer, die man spielt, besser einrichten kann. Ich lese euch das jetzt hier erstmal vor, gucken wir die kleinen Bilder an und später gucken wir uns die Bilder noch im Großen an. Es sind nämlich ziemlich viele Bilder. Also, werft einen Blick auf den neuen Charaktereditor im Landwirtschaftssimulator 22. Im Landwirtschaftssimulator 22 habt ihr dank Crossplay die Möglichkeit, mit mehr Spielern gemeinsam zu spielen als je zuvor. In unserer Ankündigung zu Cross-Plattform-Multiplayer erfahrt ihr mehr. Selbstverständlich wollt ihr dafür auch euren Charakter individuell gestalten. Passend dazu gibt es einen neuen Charaktereditor mit einer Vielzahl neuer Möglichkeiten. Wir haben eine Menge neue Einstellungsmöglichkeiten und Items hinzugefügt. Wählt eure Frisur inklusive Bart und Schnurrbart und wählt eure Kleidung für Ober- und Unterkörper oder gar Ganzkörper-Outfits eurer Lieblingsmarken sowie Accessoires. Hier ist eine Übersicht der verschiedenen Kategorien im Editor. Charakter, Frisur, Bart, Schnurrbart, Ganzkörper-Outfit, Oberkörper, Beine, Schuhe, Kopfbedeckung, Handschuhe, Brillen. Erschafft euren Charakter. Als erstes wählt ihr euer Charaktermodell. Sprich, den Kopf kann man zuerst wählen. Welche Frisur darf es sein? Welche Farbe? Hier gibt es Frisurenauswahl und da kann man die Haarfarben auswählen. Männliche Bärte gibt es auch, einer männlicher als der andere. Schnurrbärte sind wichtig für die Ernte. Also los, erntet Respekt. Wählt ein Outfit und schlüpft in die Kleidung verschiedener Marken. Oberkörperbekleidung und Hosen könnt ihr auch separat auswählen. Allerlei Schuhwerk und ja, es gibt Gummistiefel. Hier. Zeigt euch in professioneller Kopfbedeckung oder mit Hut. Handschuhe sind immer wieder nützlich und stylisch. Brillen sind ein willkommenes Accessoire. Und jetzt kommt wieder nachhaltigere Info. Tragt eure Lieblingsmarken. Zusätzlich zu der No-Name-Bekleidung gibt es auch eine Reihe von Marken-Outfits, die euer Charakter tragen kann. Besteht der Fuhrpark eures Hofes etwa vorrangig aus Maschinen von John Deere, hüllt doch auch gleich euch selbst in Grün. Case IH, Klaas, Fendt, Massey Ferguson, Valtra und andere sind ebenfalls mit originaler Kleidung im Landwirtschaftssimulator 22 enthalten. Dank Elten oder ELTEN, unserem treuen Partner für Sicherheitsschuhe, und Engelbert Strauß, dem Spezialisten für Sicherheitskleidung, ist auch die Sicherheit eures virtuellen Landwirts garantiert. Werft einen Blick drauf. Na, das haben wir ja schon vermutet, dass es wahrscheinlich eine Kooperation mit Engelbert Strauß gibt. Und jetzt sind hier auch noch diese Sicherheitsschuhe von Elten dabei. Also hier sieht man verschiedene Markenoutfits, die wir uns auch noch in Größe angucken. Ja, markenmäßig kriegen wir ja echt viel geboten. Das sind ja eben nicht nur landwirtschaftliche Fahrzeuge, sondern auch Gebäude und jetzt auch Markenklamotten. Das wird der reinste Marken-LS. Ein paar weitere Beispielcharaktere. Zu guter Letzt noch ein paar zusätzliche Charaktere aus unserem Editor, damit ihr euch die Möglichkeiten besser vorstellen könnt. Übrigens, wollt ihr euer Aussehen später ändern und eurer Figur eine andere Frisur oder ein neues Paar Schuhe verleihen, geht das natürlich. Besucht dazu einfach die Garderobe auf eurer Farm und wechselt das Outfit. Das ist natürlich mal eine coole Neuerung, mal abgesehen von den vielen, vielen Klamotten, die wir jetzt kriegen, dass man sich auch im Spiel umziehen kann. Ja, hier sieht man jetzt ein paar Beispielcharaktere.
die wir dann auch noch genauer angucken. Und jetzt gibt's noch Verlinkungen zu den anderen Sachen. Also zu Crossplay zum Beispiel. So, jetzt sehen wir das hier in größer. Das ist jetzt hier erstmal die Charakterauswahl. Und wir haben 8 Männerköpfe und 8 Frauenköpfe in verschiedenen Hautfarben zur Auswahl. Jo, gucken wir mal. Dazu sage ich später noch was. Gucken wir mal die Haare an. Da sehen wir jetzt leider nur die Männerhaare. Ich wäre ja schon sehr gespannt drauf gewesen, wie die Frauenhaare aussehen werden. Aber nun gut, die bleiben wohl noch eine Überraschung. Ja, gibt's hier von kurzhaarig bis Glatze und zwischendrin verschiedene Haarstile. Jo, so ist so einiges dabei, sogar einer mit ein bisschen längeren Haaren und ein paar verrückte Haarschnitte auch, so hier so alles zu einer Seite und da Iro-mäßig wird schon was geboten. Und Haarfarben werden geboten, von blond über rot und braun bis hin zu schwarz, und auch weiße und graue Haare sind dabei. Dann kann man also pseudo-alte Leute machen, die aber völlig faltenfrei sind. Ich meine, das ist doch auch nicht schlecht, da freuen sich die Älteren. Ein völlig faltenfreies Gesicht mit grauen Haaren. Warum nicht? Nee, jetzt mal im Ernst, da freut man sich doch. Ja, Bärte gibt es auch. Von ohne Bart über, ich nehme an, das ist so ein kleiner Drei-Tage-Bart, den man kaum sieht. Und in verschiedenen Varianten. Und Schnurrbärte gibt es auch. Sieht man hier auch immer, dieser Typ. Ja, und jetzt kommen wir zu den Klamotten. Und da gibt es jetzt wirklich relativ viel geboten. Das hier sind jetzt wohl die Gesamtoutfits. Kann man hier auch sehen, das ist Oberteil und Hose zusammen. Und das sind die... Ja, die einfachen Sachen, man beachte hier auch das Imker-Outfit und hier mehr so Bauarbeiter. Da kann man dann rollenspielmäßig schon richtig schön einreißen. Also mit den Klamotten kann man echt viel machen. Ah, ich wollte schon hier runter scrollen. Das geht natürlich nicht, weil das ist ja ein Screenshot. Das hier sind die gebrandeten, also die Markenklamotten. Ja, da kriegen wir später noch mehr von zu sehen. Das hier ist die Auswahl der Oberteile. Und ich muss schon sagen, im Vergleich zu dem einen Hemd, was wir bisher hatten, für Männer und Frauen das gleiche Hemd, nur in verschiedenen Farben, bietet das jetzt doch sehr viel mehr Auswahl. Und hier sind eben die markenlosen Sachen und darunter kommt dann noch ganz viel Markenzeugs. Das gleiche für die Hosen. Und dann, und ja, Gummistiefel, die scheinen besonders wichtig zu sein, aber auch hier so, ja, Wanderarbeitsstiefelmäßig und mehr so die schlichten Modelle. Und hier kommen jetzt bestimmt die ganzen Sicherheitsschuhe zum Zug. Und verschiedene Kopfbedeckungen. Na, da wird doch wirklich was geboten. Hier für die französische Karte. Super gut. Und auch ein Motorradhelm und ein Reiterhelm. Und hier mehr so der Oma-Sonnenhut. Ja, das ist schon cool. Und für die echten Cowboys gibt es auch was. Und Handschuhe. Sieht man hier dann immer auch an dem Typen. Ich meine, für manche Sachen braucht man schon Arbeitshandschuhe. Und Sonnenbrillen. Verschiedener Couleur. Und das sind jetzt hier die Outfits. Das sind Markenoutfits von Case, Klaas, Fendt und das ist Husqvarna. Husqvarna, ich glaube, von Husqvarna gab es eine Kettensäge. Und ich glaube, es gibt auch Nähmaschinen von denen.
Da will ich mich jetzt aber nicht drauf festlegen, aber irgendwie kommt mir der Name eher aus der Richtung bekannt vor. Ja, auf jeden Fall sieht das cool aus für die Forstarbeit. So, weiter geht's. John Deere, Massey Ferguson. Und das hier ist. Oh je, das steht hier bestimmt. Und eigentlich müsste ich das wissen. Ich nehme an, ihr werdet es mir verraten, was das ist. Und auch hier kann ich keine deutliche Zuordnung erkennen, aber es sieht schick aus. Ah, vielleicht ist das auch so eine Strauß Engelbert. Nee, wir sind hier noch bei den Fahrzeugmarken, denn das hier ist ein Valtra-Outfit. Der hat so ein Overall an. Naja, dann rutscht ihm wenigstens keine. Ah, der hat auch. Die haben alle Overalls an. Okay. Gut. Und der hat. Ja. Schlichte Jeans mit T-Shirt. Dann kommen hier. Ah, das ist jetzt hier Engelbert Strauß. Da gab es ja auch so ein Gewinnspiel kürzlich. Hat der Ansgar gemacht. Und. Jo. Schicke grüne Klamotte. Also ich bin ja auch bei den Sims nicht so der Kass-Typ, dass ich meine Sims ständig umziehe und so. Aber so ein bisschen ankleiden werde ich meine Arbeiterin dann bestimmt schon, meine Bäuerin. Je nachdem, was und wo wir gerade spielen. Ah, hier muss man auf die Schuhe achten. Jo, leuchtend blau. Gut, aha, das ist Elton. Das sind die Sicherheitsschuhe. Die sind bestimmt nicht so normal, wie die aussehen, sondern vermutlich haben die dann innen drin Stahlkappen oder sowas. Gibt's auch für die Köche ganz normal aussehende Schuhe, die aber die reinsten Panzer sind, für den Fall, dass die mal ein Messer fallen lassen. Weiß ich, weil mein Sohn Koch ist. Gut, weiter geht's hier. Verschiedene Leute mit, ja, Winterbekleidung, würde ich mal sagen. Und das ist hier mehr so, ja, übergangsmäßig halt Outfit-Beispiele. Und hier sieht man schon das Entsetzen im Gesicht der jungen europäischen Dame. Was der hier macht, ob der auf einem Motorradtrecker arbeitet, keine Ahnung. Aber es sieht irgendwie schick aus und vielleicht gibt es ja auch später Motorradmods und in Rollenspielen gibt es dann irgendwelche Motorradfahrer, die dann immer rumflitzen. Jo. Gut, ja, haben halt Klamotten an. So, gucken wir mal dies hier. Ja, jetzt kommt das. Oma Tanner hat immer was zu meckern. Und das mit den Klamotten und der neuen Vielfalt und so, das finde ich eine tolle Sache. Finde ich auf alle Fälle gut, dass man da mehr mitmachen kann, obwohl ich nicht so der ständige Umkleidetyp bin. Aber dass man, ja, dass sich die Leute einfach ein bisschen mehr unterscheiden, finde ich schon sehr, sehr gut. Und hier. Finde ich auch gut, dass wir da eine gewisse Diversität haben. Ich glaube, so heißt das. Dass für Leute auf allen Kontinenten was geboten ist, ist eine feine Sache. Aber ja, mir gefallen die alle nicht. Ich finde die eigentlich alle furchtbar. Und die finde ich noch am besten aussehend. Aber als die möchte ich auch nicht unbedingt spielen. Wenn ich jetzt die europäisch aussehenden, also ihn hier und ihn. Und die kann man, das sind vielleicht noch so Süditaliener im weitesten Sinne oder Südspanier, aber das ist hier so der klassische europäische Stil. Auch für die vielen nordamerikanischen Spieler, die vielen polnischen Spieler und das Gros der Farming Simulator Spieler dürfte sich am ehesten hier oder da wiederfinden. Wenn ich mir die angucke, ich finde die gruselig, richtig gruselig.
Der hier sieht so als Kopf noch gut aus, aber wenn man ihn hier als Beispiel sieht, der sieht doch albtraumartig aus. Also das ist ein Typ, da würde ich, sagen wir, wenn ich den so treffe, würde ich, sagen wir mal, Klappe halten und so schnell wie möglich irgendwie einen Bogen um den machen. Weil der so aussieht, als wäre der unter totalem Druck und möchte am liebsten gleich jemandem eine reinhauen. So sieht der für mich aus. Also solche Typen. Oder als hätte er total Angst und wäre so unter Druck vor lauter Angst, dass er gleich einen Schreikrampf kriegt. Das eine oder das andere, so genau kann ich das nicht einordnen. Man könnte natürlich auch sagen, er sieht dynamisch aus und tatkräftig, aber das würde ich sagen, ist eher so die Mund- und Kinnpartie, da würde ich was dynamisch tatkräftiges sehen, aber die Augen, furchtbar, den Typen könnte ich nur mit Sonnenbrille spielen, ehrlich gesagt. Egal, was er für eine Haarfarbe und Klamotte anhat. Ja, und mit ihr ist es ganz ähnlich. Die sehen wir ja jetzt in keinem der Beispiele. Obwohl, doch, da war eine. Hier, die da. Das ist die da. Die sieht auch so aus, als hätte die überhaupt keine Lust für ihre landwirtschaftliche Arbeit und wäre total sauer, dass sie so früh aufstehen muss und würde einem bei jeder Gelegenheit erstmal anschreien. So sieht die für mich aus. Also sympathisch null. Tja. Und ja, bei den Männern, da weiß man, also man weiß leider nicht genau, wie diese Köpfe dann so aussehen, weil dieser und dieser, die sind sehr unterschiedlich, finde ich. Gerade der Ausdruck der Augen ist bei dem hier mehr entspannt, da würde ich sagen, ja, das ist halt so ein Typ, ein ruhiger Typ. Und hier würde ich sagen, das ist ein Typ, dem gleich der Kragen platzt. Und es sind also eigentlich zwei unterschiedliche Typen für mein Gefühl. Darum kann man von diesen um diesen hier gar nicht darauf schließen, wie die dann in echt aussehen. Aber wir können ja da hinten nochmal gucken. Am sympathischsten sieht mir von den Männern noch, meine Güte, vielleicht der oder der aus. Und bei den Frauen haben die nicht diese europäische Variante sind, sondern die anderen, diese da, die haben alle so eine Schnute, die so mäuschenartig ist. So. Hier, da sieht man das ganz deutlich. So. Piep, 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 piep. So. Och nee, schlag mich nicht. Stehe ich auch nicht so drauf. Gefällt mir auch nicht. Er hier. Gut, er sieht, so geht so aus, würde ich sagen. Auch so ein bisschen streng im Blick, sehr angespannt, aber ansonsten. Und sie ist jetzt nicht ganz so mäuschenartig wie die, so von dem Mund her. Die Augen kann man hier jetzt leider gar nicht sehen. Sie wirkt relativ normal, gefällt mir von diesen Vieren hier am besten. Und hier, ja, er gefällt mir gut. Er hat eine Brille auf und einen Helm, da sieht man nichts vom Gesicht. Und er hier, ja, geht so. Aber sympathisch wirkt er auf mich auch nicht. Und sie ist auch so, hüp, hüp, nee, bitteschön. Ja, hier wieder dieses schüchterne Schnutenweibchen. Ich meine, vielleicht interpretiere ich diese Gesichter auch falsch oder anders als andere. Gefällt mir einfach nicht. Und ja, sie wirkt dynamisch, vielleicht wegen der Sonnenbrille. Und sie, das ist wahrscheinlich die von die hier, wirkt aber anders.
Sie sieht schon auch so aus, als hätte man die irgendwie morgens beim Frühstück erstmal so erschreckt, dass sie jetzt nur noch zittert. Also so eine Mischung aus komm her, ich hau dir einen über die Rübe und die anderen so, nein, schlag mich nicht, schlag mich nicht. Hätten sie denn nicht einfach Leute machen können, die ein bisschen freundlich lächeln und so aussehen, als hätten sie Lust zu der Arbeit, die sie gleich tun werden? Ich meine, das sind doch Fachleute am Werk. Ich hätte das nicht besser hingekriegt, ganz klar. Aber ich bin auch alles andere als ein Fachmensch für Charaktererstellung. Und hier haben sie jetzt doch extra Fachleute angestellt für diesen Charaktereditor, die sich mit sowas auskennen. Nun ja. Gut, ich würde sagen, ich habe genug gemeckert fürs Erste. Wie findet ihr denn erstens mal diesen ganzen Charaktereditor, den ich ja im Großen und Ganzen auch gut finde? Also da habe ich gar nichts dran auszusetzen. Und wie findet ihr diese, es sind 12 Typen, gefallen die euch? Also könnt ihr gerne sagen, wenn ihr die gut findet, weil meine Meinung ist ja nur meine und ich habe ja auch einen individuellen Blick auf Leute. Vielleicht bin ich da ja auch ganz verquer in meiner Wahrnehmung. Und ihr sagt, wieso, die sehen doch irgendwie nett und sympathisch aus. Dann wäre ich beruhigt, ehrlich gesagt, wenn ihr die sympathisch und freundlich findet. Gut, genug geschwatzt. Ich wünsche noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.